Hey, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich habe wieder Sachen gesammelt, die ich aufgebraucht habe. Und die zeige ich euch jetzt. Los geht's. Ich greife da wieder wild rein. Und das Erste, was ich euch zeige, oh Gott, die habe ich euch, glaube ich, aber auch schon öfters gezeigt. Das sind diese leckeren Bachi, diese Küsschen. Die kosten 3,99 €. Ich kaufe die immer bei TK Maxx. Da liegen die immer an der Kasse. Und das sind diese kleinen, kennt ihr die? Und da sind auch immer so kleine Sprüche dabei. Och, ich liebe die. Mit Milchschokolade. Oh, so lecker. Hier, machen wir mal farblich weiter. Das passt jetzt. Von Späth, das ist das Waschpulver. Das sind diese Mega Pearls, die ich gerne kaufe. Schon seit gefühlt 100 Jahren. Ich mag den Duft. Die waschen gut. Ich wechsle eigentlich immer zwischen Späth und Persil. Dann auch noch die Flüssig-Variante, also das Colorgel, nehme ich auch gerne von Späth. So, und der Duft, der ist so ganz, ganz frisch, halt nach Waschmittel. Also, aber wie gesagt, ich wechsle zwischen Späth und Persil. Und, wenn wir hier schon einmal beim Waschmittel sind, Weißer Riese hatte ich auch dabei. Und zwar ist das diese Aromatherapie-Colorgel gewesen. Ich muss mal riechen. Ja, ist gut. Es riecht eher so blumig, aber eigentlich auch sehr ähnlich wie das von Späth. Könnt ihr mir ja gern mal schreiben. Ich suche ja immer, also auch so in der Wäsche, den ultimativen Duft, außer Weichspüler. Das möchte ich nicht mehr. Also könnt ihr mir mal gern eure Sachen empfehlen. So, dann machen wir weiter mit Leckereien. M&Ms. Habe ich gegessen? Ich zeige euch so alles Mögliche, ne? Also hier sind nicht nur Körperpflege dabei, sondern halt auch Waschmittel, Haushalt, Süßigkeiten, wo ich immer denke, es ist vielleicht auch was für euch, weil ich weiß, man lässt sich dann irgendwie inspirieren. Man sieht es dann und denkt, es müssen die gelben sein, also die Erdnuss-M&Ms, nicht die anderen, die mag ich alle nicht, ich will nur die gelben. Und dann esse ich am liebsten davon die Orangen, die blauen und die gelben, also aus dieser Packung. Boah. Dann habe ich leer gemacht die Nagellack-Entferner-Pads von Lacura von Aldi. Egal, ob das jetzt Aldi oder Isana oder Balea ist, aber ich mag diese Nagellack-Entferner-Pads. Ich feiere die so sehr, weil die nicht so stinken. Also dieses nicht so dieser krasse Geruch von Nagellack-Entferner. Ihr könntet das im Kinderzimmer machen, sollt ihr nicht. Ihr könnt es im Auto machen. Es ist nicht so, wie früher musste man doch, wenn ich Nagellackentferner benutzt habe, dann immer sofort den luftdicht entsorgen, diese Pads, oder ins Klo spülen. Müsst ihr damit nicht. Es duftet, es ist so leicht ölig, die Nägel sind schön gepflegt. Ich habe auch das Gefühl, die wachsen, seit ich dieses Zeug benutze, richtig gut. Dann habe ich aufgebraucht von Frosch Orangenblüte Sensitiv Dusche. Frei von Mikroplastik, ist ein ganz unaufgeregtes Zeug gewesen. Also ja, es ist jetzt nichts, wo ich losrennen würde und das mir unbedingt nachkaufen. Aber wenn ihr vielleicht so ein bisschen empfindlichere Haut habt, das war eher so ein cremiges Produkt. 5,5 pH hautneutral, falls es jemanden interessiert. Frosch. Und dann habe ich leer gemacht. Ganz wichtig, Enzympeeling. Ich liebe es. Ich bin süchtig nach Enzympeeling oder Enzymserum. Macht's einfach, macht's. Fragt nicht nach, macht's einfach regelmäßig. Sind so kleine Tütchen gewesen und so, so gut für die Haut. Also Anti-Aging ist das genial natürlich, weil er eure Haut erneuert, aber natürlich auch reinigt, wenn ihr vielleicht so Unreinheiten habt, wenn ihr so große Poren habt oder Milien, ne, diese feinen Dinger, macht Enzympeeling regelmäßig. Die kommen nicht mehr nach. Dann habe ich nicht leer gemacht, aber das ist nicht mein Produkt gewesen. Vielleicht frage ich auch noch mal, also das schmeiße ich jetzt so noch nicht weg, weil hier ist noch was drin. Von Pixi, diese Maske, hat für mich nichts gemacht. War meine Haut unangenehm, hat sie nicht weich gemacht. Ich weiß nicht so richtig, was das Produkt soll. Wahrscheinlich ist es auch mit einer leichten Säure. Also ich kam damit nicht zurecht. Ich weiß nicht, falls ihr das kennt, Pixi Milky Mask. Die hatte nichts mit Milky zu tun. Sie riecht nicht gut. Nee, das war nicht meins. Man musste die so mit einem Spatel auftragen. Ich weiß es nicht. Vielleicht muss ich sie auch nochmal machen, nochmal probieren. Ich will das Produkt nicht schlecht machen. Also ich werde sie wahrscheinlich nochmal im Freundeskreis nachfragen, ob sie noch jemand benutzen möchte. Aber es ist nicht mein Produkt. Es gibt von Pixi so tolle Sachen. Von Pixi diese... Oh Gott, ich habe den auch heute drauf, diesen...
so einen roséfarbenen Pleasing Pink heißt der. Das ist ein Lipgloss. Oh, der ist so toll. Also es gibt und auch die Paletten, wundervoll. Aber mit der Kosmetik komme ich nicht klar. Also mit der Pflege komme ich nicht klar. Dann habe ich die mal wieder aufgebraucht. Ich habe jetzt auch gerade kein Backup im Schrank. Das ist die Mixer Hyaluro Fresh. Werde ich mir wahrscheinlich dann im Herbst wiederholen. Mal gucken. Also gutes Zeug wirklich. Ich habe sie euch schon oft gezeigt. Die pflegt gut. Aber was mich tierisch nervt, ist diese Verpackung. Ich weiß nicht. Deshalb habe ich sie jetzt nicht mehr gekauft. Hier ist auch immer noch ein kleiner Rest. Und es nervt mich. Ja, ich weiß, ihr habt mir mal irgendwann erklärt, ich habe auf jeden Fall die Flasche aufgebraucht, die 250 ml sind raus. Ich merke aber, dass da noch was drin ist und das nervt mich. Ich möchte das leer haben und ich habe aber keine Lust, die jetzt die ganze Zeit in meinem Bad so rumzubalancieren, weil die fällt jedes Mal, kracht die irgendwo hin oder ich schlage mir das Zeug raus. Es nervt mich. Es nervt mich wirklich, wie man so eine blöde Verpackung machen kann. Ich fände da eine Tube ganz praktisch, die man so einfach ausdrückt. So ganz schlicht. Also eine Tube, wie zum Beispiel die hier von Kneipp, funktioniert 1A. Leider, es nervt mich, weil die Creme selbst ist super gut. Hier, Kneipp, das war eine Aromapflege-Dusche Sommerlaune, Wassermelone, Minze, ja, die war toll. Die war toll. Riecht so sehr frisch, fruchtig, bonbonmäßig. Aber diese Kneipp-Sachen sind immer gut. Ja, also bei Kneipp macht ihr gar nichts falsch. Wo ihr auch gar nichts falsch macht, sind Masken für euer Gesicht. Ich guck mal, was ich da jetzt so habe. Masken, ganz wichtig. Welche ich sehr, sehr gut finde, ist diese Shebens Augen- und Lippenmaske. Sehr gut ist die. Die könnt ihr wirklich am Abend mal echt so schön an die Augen machen. Ich mache die nur an die Augen, ne? Also statt der, also entweder ich nehme die Q10 von Dalton, die nehme ich am Morgen oder auch am Abend dick. Und die nehme ich aber nur am Abend, diese Shebens-Teile, weil die sonst zu reichhaltig sind. Die sind zu fettig irgendwie dann, ne? Also damit kann ich mich dann nicht schminken. Das geht nur am Abend. Das ist natürlich bei mir ein durchlaufender Posten, diese Hyaluronic Face Care Hydro Lift. Ich bin süchtig danach. Das ist die beste Maske überhaupt. Die habe ich immer dabei. Immer. Genauso habe ich immer dabei mein Hyaluron. Da habe ich jetzt aber auch nur eine Flasche. Die Proceanis, mein flüssiges Hyaluron. Oh Gott, habe ich euch auch schon öfters gezeigt. Ich habe da immer einen Code. Ich schreibe den euch hier hin. Ihr könnt da immer sparen. Das ist das tollste Hyaluron überhaupt. Und ich weiß jetzt nicht, wenn ihr das Video hier seht, ob dann der Code noch gilt. Wenn ja, ich schreibe es euch nochmal hin. Mit Sommeramelie 15 bekommt ihr nämlich, es ist so eine Limited Edition bei Proceanis, gibt es eine Yogamatte als Geschenk einfach dazu, zu den Prozenten, die ihr spart, ne? Und ja, wenn nicht, guckt in die Infobox unten oder bei Proceanis direkt und ihr könnt dann meinen Code eingeben und könnt ihr immer sparen. Also ihr spart immer 15%. Nur jetzt könntet ihr diese Yogamatte dazu bekommen, weil ich weiß, das ist immer so eine Limited Edition. Wenn die weg ist, ist sie leider weg. Also die legen die dann nicht nochmal auf oder so. Genau, also das ist mein Hyaluron mit Niacin, mit Vitamin A, mit Biotin, super gut dosiert alles, dass es für mich perfekt funktioniert. Ja, und Hyaluron ist halt einfach so ein Zaubermittel. Das macht euch zum Beispiel, wenn ihr Sodbrennen habt, ihr könnt das, es beruhigt die Magenschleimhaut. Ne? Es geht natürlich durch eure Schleimhäute erstmal in euer, durch euer Verdauungssystem, bis es dann weitergeleitet wird bis in eure Zehenspitzen. Langfristig, es hilft bei Gelenkproblemen. Ich will jetzt nicht zu viel erzählen, ihr könnt ja mal schauen, was so Orthopäden euch erzählen, aber, und das ist für mich natürlich entscheidend, ist natürlich auch der Beauty-Aspekt, also nicht nur, dass es die Gelenke geschmeidig macht, sondern es macht natürlich auch die Haut geschmeidig, ne? Also wenn man jetzt älter wird und man hat sich so als Challenge gesetzt, nicht mit Botox, Co, Hyaluron zu spritzen, dann würde ich euch empfehlen, trinkt es, investiert in euren Körper. Also ihr investiert ja nicht nur, wenn ihr euch hier so eine Spritze reinjagt, okay, dann baut sich der Körper irgendwann das auch wieder ab, ist es weg. Das Hyaluron, was ihr trinkt, das geht ja in eure ganzen Zellen, also auch in die Gelenke, in die Zwischenräume, überall, ob das in den Bandscheiben, überall geht das ja hin. Also ist irgendwie ein interessantes Thema, aber ich rede jetzt nicht ganz so viel darüber. Ich habe aufgebraucht diese Nivea Body Lotion und die fand ich echt richtig gut. Die muss ich mir wiederholen. Das war diese Kokosnuss- und Monoi-Öl. Also, sie hat einen tollen Duft, mega gut, aber die hatte auch für mich, es gibt von Balea so ein ähnliches Produkt,
bei DM. Da habt ihr auch so eine Softöl-Lotion, aber die hat bei mir immer muffig gerochen. Wenn ich die benutzt habe, habe ich immer gedacht, was stimmt denn da jetzt nicht? Du riechst komisch. Und das habe ich bei der nicht. Ihr habt also auch dieses Weiche von dem Öl und der Creme und gleichzeitig so einen schönen Duft. Also die fand ich richtig gut. Diese Nivea, Kokosnuss und Monoi. So sieht die aus, genau. Die kennt ihr bestimmt. Ich hoffe jetzt nicht, dass es limitiert ist, dass man die noch bekommt. Dann habe ich aufgebraucht, auch sehr lange her. Also den hatte ich bestimmt ein halbes Jahr. Das ist dieser Reinigungsschaum von Dalton und oh, der ist so toll. Den nehme ich ausschließlich am Morgen und ihr müsst euch ja auch morgens pflegen. Aber ich will halt dann am Morgen eher sowas Leichtes, Reinigendes und nicht so eine Geschichte wie am Abend. Also am Abend mache ich richtig die Reinigungslotion. Da nehme ich richtig das Make-up natürlich ab oder den Dreck vom Tag, die ganzen verstopften Poren. Dann den Toner, dann mein Enzymserum. Und morgens brauche ich dann so eine leichte, was mich so erfrischt irgendwie, und aber auch schon pflegt. Und der ist schon so leicht rückfettend. Ich habe das Gefühl, der tut mir so gut am Morgen, weil ich kann ja morgens nicht dieses Riesenprogramm machen mit lange einwirken lassen und so. Das muss ja zügig gehen. Ich kann da ja nicht so lange machen, also früh. Und deshalb finde ich den Reinigungsschaum schon so toll, weil der macht schon was für mich während der Reinigung. Und gibt mir so ein rückfettendes Gefühl. Dann habe ich von Weleda auch ein tolles Zeug. Diese Skin Food Body Lotion. Trockene bis sehr trockene Haut. Und zwar diese Flasche. Ich finde die so gut. Ich werde die mir auf jeden Fall wiederholen. Ich mag halt auch den Duft. Also ihr seht schon, was ich euch so zeige. Ich benutze natürlich Nivea. Ich habe meine Spa Body Butter. Und ich mag aber auch dieses Weleda. Einfach so diese... Ja, wie so meine Stimmung ist, wie meine Laune ist, und die pflegt sehr gut. Also die kann ich euch empfehlen, die Skin Food, die grüne. Ich habe sie jetzt aufgebraucht. Ich habe die Body Butter noch im Glas von Weleda. Die ist ähnlich. Also es ist ein ähnliches Zeug, nur hier ist so praktisch, dass man die so leicht daraus bekommt. Und man kann sie halt auch leer machen, ne? Im Gegensatz zu dem. Echt, das nervt mich. Ihr merkt schon, da kann ich mich aufregen. Ja, hier haben wir noch die... Reinigungsmilch von Dalton, diese Cleansing Milk. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Damit könnt ihr euch so richtig gut alles abnehmen. Ihr bekommt damit Mascara, alles bekommt ihr runter. Natürlich könnt ihr noch einen extra Augen-Make-up-Entferner benutzen, was ich hier auch mache. Aber das ist so ein tolles, oh, das wird so richtig tiefengereinigt und dann schön mit Wasser spülen. Das ist so wichtig, dass ihr eure Haut gut reinigt. Dann habe ich mal wieder hier durchlaufender Posten. Habe ich euch schon so oft gezeigt. Das ist mein Maybelline Color Tattoo. Nee, stimmt gar nicht. Ich dachte jetzt, das wäre von L'Oreal. Nein, mein Lidschatten, den ich immer drauf habe, das ist der von L'Oreal Age Perfect, dieser Vibrant Beige. Den kennt ihr von mir, 100-mal schon gezeigt. Und das Color Tattoo war der Vorgänger. Aber das ist bei mir jetzt tatsächlich eingetrocknet von Maybelline. Ich habe das auch nicht mehr gesehen. Also ich habe diesen Goldton in der Drogerie nicht mehr gefunden. Die 05, dieses klassische Gold. Und ich komme mit diesem Vibrant Beige richtig gut klar. Deshalb kaufe ich das jetzt auch nicht mehr. So, ich habe natürlich gebadet. Bestimmt mehrmals. Ich gucke mal, was ich so finde. Basisches Badesalz empfehle ich euch auch. Also diese beiden Sachen. Einmal dieses Zirbenholz Amyris Gut Nacht Badekristalle. Der Hammer. Genauso wie das basische Badesalz, weil dieses basische, ich habe so das Gefühl, dass das meine Haut nochmal so ganz anders reinigt. Und das ist dann nicht so mit Duft, da müsstet ihr dann noch was dazugeben, vielleicht ein Öl oder so, aber es macht eure Haut basisch. Das hat sowas, ich fühle mich dann immer irgendwie, wenn man krank war oder so, oder man hat das Gefühl, man muss entgiften, hat komisch gegessen oder Alkohol getrunken, basisch baden. Dann habe ich zweimal, weil ich da auch sehr, sehr konsequent bin, mit meinem Omnibiotik, das ist die 6, Nummer 6. Ja, das ist ein Pulver, was ich als Kur mache. Jeden Morgen auf nüchternen Magen trinke ich das in einem kleinen Glas Wasser. Ist ganz wichtig, könnt ihr euch mal mit beschäftigen, so mit eurem Immunsystem von innen, wie euer Darm so funktioniert und wie wichtig das ist, dass ihr da unten gute Bakterien habt. Also, dass euer Darm gesund und gepflegt ist. Und das könnt ihr natürlich über gute Ernährung machen. Kein Fleisch, keine Süßigkeiten, kein Alkohol, kein Kaffee, diese ganzen Sachen weglassen.
Und wenn ihr aber halt sündigt, was ich ja auch mache, eben mit Kaffee oder so, dann achte ich darauf, dass ich meinem Darm gute Bakterien zuführe. Gott, was für ein ekliges Thema, ne? So, dann habe ich natürlich noch mehr Badegeschichten. Und zwar habe ich einmal hier Tropical Kiss, ein Pflegebad von Dresdner Essenz und ein Tag am Meer. Also ja, das muss natürlich auch sein. Ich will ja nicht immer nur gesund baden, sondern halt auch so ein Gefühl, also so ein Duft. Dann habe ich hier einmal diese Skin Revolution von Judith Williams Edelweiß Eye Pads. Das waren solche unter den Augen Maske. War okay, also war gut. Dann habe ich von Shebens, das war aber nichts. Also das war wirklich nichts, braucht ihr nicht kaufen. Also finde ich kaufe es nicht mehr. Ein Hyaluronserum, total lächerlich. Also da kam so wenig raus, dass ich dachte, was soll ich jetzt damit? Soll ich damit jetzt meine, also damit konnte ich nichts anfangen. Wenn man halt so diese Ampullen gewöhnt ist, diese Hyaluronampullen und sich die dann so richtig schön da aufgibt, dann kommt man mit den Dingern nicht hin. Also das könnt ihr vergessen, fand ich lächerlich. Ich hatte da auch keinen Soforteffekt oder so. Also ich liebe Shebens, die Augenmaske, aber das Hyaluronserum funktioniert bei mir nicht. Dann habe ich einen Tee aufgebraucht, diesen Namaste-Glücksgefühle von Teekanne. Kaufe ich immer bei mir im Edeka. Ich habe aber auch gesehen, gibt es nicht in allen Edekas. Ich war jetzt in einem anderen, in einem großen und die hatten zum Beispiel diese tollen Sachen nicht. Also muss man halt schauen, vielleicht gibt es den dann aber auch bei DM, Rossmann oder Rewe, je nachdem, von Teekanne. So, dann habe ich natürlich noch eine Maske. Und ich habe auch die. Ich möchte euch die auch nicht unterschlagen. Die zeige ich euch auch regelmäßig. Und nochmal hier dieses Badetütchen von Kneipp. Die ist auch gut. Zeige ich euch ja immer in meinen Hauls. Wenn ich zu DM oder Rossmann gehe, hole ich mir immer diese Hydra Bomb Garnier. Das ist so eine, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich habe so das Gefühl, ach komm, jetzt mach mal schnell eine Maske zwischendurch. Dann ist es die. Und ich versuche jetzt nicht ganz so lang zu machen. Ich habe aufgebraucht von John Frieda das Violet Crush Silber Shampoo. Und ihr seht schon, ne, dieses lilafarbene, das ist gut. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Shampoo. Und ich habe ja auch gelernt, wenn ihr jetzt zum Beispiel zum Friseur geht und ihr bekommt so ein tolles Glossing, also ihr bekommt bei Aveda, bei La Biostetik, bei diesen schönen Farben oder ich weiß nicht, Vella oder wo ihr halt, welcher Friseur bei euch was macht, dann bekommt ihr diesen schönen, also ihr habt halt nicht diesen gelben, wenn ihr jetzt blonde Haare habt. Und dann fangt sofort mit Silbershampoo an. Also nicht erst, wenn es schon so gelb ist und man denkt, oh, jetzt werden sie gelb, ist zu spät. Nein, ihr müsst wirklich sofort, also direkt nachdem ihr diese schöne Farbe habt, benutzt Silbershampoo. Und ich finde das von John Frieda, das ist auch nicht so heftig. Das pflegt die Haare, das macht auch nicht so super grau oder lila, sondern das ist wirklich ein schönes Zeug. Also so ein ganz leichter Hauch. So, also kann man in der Drogerie auf jeden Fall immer. Ich glaube, ich werde es mir auch wiederholen. Dann habe ich aufgebraucht, oh mein Gott, die beste Augencreme ever. Kennt ihr von mir die Q10 von Dalton? Ja, das ist einfach eine super schöne Augenpflege. Und ihr könnt die sowohl als Maske am Abend richtig schön dick auftragen. Ihr könnt sie auf jeden Fall, also unbedingt am Morgen unter dem Concealer auftragen, weil nur dann habt ihr nicht so diese trockenen Augen. Ne? Also wenn das hier, ich meine, Lachfalten sind wundervoll, die wollen wir auch alle behalten. Aber wir wollen nicht so dieses Ausgetrocknete. Und deshalb macht diese Q10 Augencreme unter den Concealer super wichtig. Dann hatte ich eine Mascara von Melusine Paris, Melusine. Und die war bei mir in einer Box. Ich glaube, die war ziemlich gut. Ich überlege jetzt gerade. Ich glaube, die war richtig gut. Habt ihr mir dann auch geschrieben. Ich hatte die bei Instagram gezeigt und da kamen einige Nachrichten von, ja, ich nehme die auch gerade, die ist super toll. Made in Italy, Melusine. Ich zeige euch mal hier das Logo. Hier könnt ihr das ganz gut lesen, wie das geschrieben wird. Und ja, das Bürstchen ist halt so ein Kunststoffbürstchen. Und ich fand es echt gut. Also ich weiß jetzt gar nicht, wo man die kaufen kann, weil die, wie gesagt, bei mir war die in einer Box. Dann habe ich hier Deo aufgebraucht und zwar einmal mein geliebtes Dove Deo, dieses originale. Oh Gott, ich liebe es, das ist mein Duft. Aber ich habe mir jetzt auch von Rexona wieder das nachgekauft, dieses Cotton Dry, dieses hellblaue. Also diese beiden, mit denen komme ich richtig gut klar. Das Dove ist so mein Liebstes.
Das ist aber schwierig, wenn man direkt jetzt was Schwarzes trägt. Also wenn ihr jetzt was Schwarzes tragt, dann würde ich euch das von Rexona empfehlen. Es macht keine weißen Flecken, aber wenn man direkt ein schwarzes Unterhemd dann trägt, kann das schon mal so ein weißer Streifen sein. Das passiert euch mit dem von Rexona nicht. Die halten beide sehr gut, die sind beide mit Aluminium, also das muss man wissen. Ich weiß, manche verzichten da ja komplett drauf, aber ich komme damit gut zurecht. Und es wurde ja auch widerlegt, dass das Zeug jetzt nicht so gefährlich ist oder gar nicht. Dann geht es um Zahncreme. Auch ein wichtiges Thema, wie ich finde. Und da habe ich so zwei Sachen. Ich habe immer meine Elmex, immer. Diese orange-weiße ist meine am Abend. Aber am Morgen, je nachdem, wie ich das Gefühl habe, dass ich meine Zähne weiß haben möchte, kann ich euch zwei empfehlen. Und zwar ist es einmal, die gibt es in der Drogerie, Odolmed 3. Und da müsst ihr aber darauf aufpassen, dass es diese extreme clean ist. Also nicht jetzt white, white. Also es gibt ja so diese, wo steht die Zähne, wenn aufgehellt, sondern ihr müsst darauf achten, dass sie gut reinigt. Weil ihr dann halt wie beim Zahnarzt diese Entfernungen, also diese Verfärbungen entfernen könnt. So ist es richtig. Also da achtet da drauf. Also seitdem ich das mache, ist es mit meinen Zähnen richtig gut. Ich bleiche nicht, gar nicht. Und die sind schön weiß. Ich war jetzt auch wieder bei der Zahnreinigung und echt bin super begeistert. Ohne Bleaching. Und welche auch so toll ist, die gab es bei Müller zuletzt. Und ihr könnt sie aber auch online bestellen. Das ist diese Anti-Stain von Colgate Max White. Da steht auch, dass sie bis zu drei Shades die, oder Schattierungen die Zähne heller macht. Und ja, die gibt es leider nicht in der Drogerie. Die kostet dann immer irgendwie 6, 7, 8 €, wenn man sie ja online bestellt. Und ich finde die sehr gut, aber ich habe die dann auch immer Monate, weil ich sie ja immer nur ganz wenig benutze. Und dann habe ich ja von Oral-B diese Philips Zahnbürste, diese Ultraschall. Und die ist perfekt. Also diese Kombi ist super. So, jetzt kommen so ein paar Pflegesachen. Sieht aus hier, Mensch. Und dann sind wir aber auch schon fast durch. Hier ist noch ein Deo, ein blauer. Und zwar, ich habe aufgebraucht Deep Bright Perfection von Dalton. Das ist ja diese super tolle Tagescreme mit Lichtschutzfaktor 50, die euch natürlich Lichtschutz gibt, vorbeugend gegen Pigmentflecken, aber auch natürlich vorhandene Pigmentstörungen bearbeitet. Also bleibt da einfach am Ball. Ich kann es euch nur empfehlen, fangt frühzeitig damit an. Also ich würde sagen, ab 30, wenn ihr merkt, da kommen so kleine Flecken. Hier so am Hals, am Dekolleté, ne? Gibt ja so diverse Stellen im Gesicht, dann könnt ihr damit echt arbeiten. Bearbeitet einfach diese Flecken oder benutzt die Creme, dann entstehen die Flecken nicht. Dann hatte ich ein Vitamin C und Kollagen Face Serum. Oh Gott, das habe ich auch so geliebt von By Nature. Das gibt es bei TK Maxx, aber bei meinem gab es das jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, ob ihr mehr Glück habt. Super tolles Zeug. Also die Kombination von Vitamin C und Kollagen ist einfach der Hammer. Hat Dalton so noch nicht. Vielleicht kommt da aber ja was. Ich hoffe es sehr. Was aber Dalton hat und einfach der Hammer ist, ist diese Soul Creme. Ich habe da jetzt diese kleine Packung, weil ich hatte die mit, weil ich war am Wochenende nicht zu Hause und habe mir die eingepackt. Und dann habe ich gesagt, oh mein Gott, die ist so gut. Ich brauche die jetzt als Original große Größe. Also sie hat einen Duft. Die soll ja auch so ein bisschen eure Seele berühren. Also das Konzept hier ist jetzt nicht so medizinisch. Also ihr sollt damit ein gutes Gefühl haben, wenn ihr die auftragt. Und die ist aber auch so reichhaltig und so pflegend. Es ist so eine tolle Creme. Oh, so eine tolle. Dieses Soul Serum ist eine ganz, ganz besondere Serie, wie ich finde, von Dalton. Es gibt auch noch diese Cream Mask. Die finde ich auch so toll. Und das ist aber diese Vitalizing Cream. Oh, so eine tolle Creme. Dann habe ich aber noch andere Töpfe tatsächlich aufgebraucht, viel mich eingecremt und wie die aussehen. Und zwar einmal hatte ich die Oyster Cream. Ja, genau. Einmal die Oyster und hier ist noch zweimal die Hyaluronic Urea Hydro Boost. Und also die Oyster Cream ist perfekt, wenn ihr zu Unreinheiten neigt. Also wenn ihr so monatsmittig, so wie ich, wenn da irgendwie was wächst, dann benutzt die Oyster Cream. Die verhindert, dass eure Poren sich entzünden. Also die beruhigt und macht trotzdem Anti-Aging. Das ist so genial. Also wenn ihr jetzt älter seid,
vielleicht über 40 und ihr habt hormonell trotzdem Unreinheiten, wo man denkt, wie kann das denn sein? Jetzt bin ich in dem Alter und sehe aus wie ein Teenie. Dann ist diese Oyster Cream perfekt, weil die pflegt und trotzdem dagegen wirkt. Und ansonsten, wenn ich halt nicht diese monatsmittigen Geschichten habe, dann benutze ich diese Hyaluronic Urea Boost. Und die ist einfach wahnsinnig pflegend und polstert die Haut auf und gibt so viel durch dieses Hyaluron. Wenn ihr das von außen schon auf die Haut gebt, das speichert natürlich nochmal ganz anders Feuchtigkeit. Also ich bin süchtig danach. Ich habe die immer. Und aber ich wechsle das, ne? Also am Abend zur Monatsmitte hin Oyster Cream. Wenn meine Haut normal ist, Hyaluroncreme. Am Morgen, wenn ich rausgehe ins Licht, in den Tag, in die Sonne, dann ist es die Bright Perfection mit Lichtschutz. Also ihr könnt diese Cremes alle miteinander kombinieren. Das ist super schlau. Und ja, diese Wirkstoffe, ich meine, die Familie ist natürlich die gleiche. Und dann sind halt diverse Komponenten in diesen Produkten, die dann dementsprechend wirken. Und deshalb könnt ihr das alles super gut kombinieren. Genauso wie diese Natural Korrektur, das ist dieses Aufbauserum. Das ist eine Serie, die ist schon ein paar Jahre älter, also die hat Dalton schon vor einigen Jahren konzipiert. Da habt ihr halt dieses Retinol, also Vitamin A, enthalten. Und das ist ja auch eine leichte Säure, die eure Haut bearbeitet. Ich liebe dieses Serum. Das könnt ihr auch immer unter alle Cremes von Dalton geben. Diese Serien könnt ihr alles mischen. Und je nachdem, was ihr braucht. Also wenn ihr Retinol wollt, wenn ihr ein Enzymserum wollt oder ihr braucht dann die Feuchtigkeit, dann nehmt ihr diese Hyaluroncreme oder diese Bright Perfection. Also ihr könnt dann wirklich euch bedienen und oder gucken, was für euch einfach am besten funktioniert. Genau. Aber diese Natural Korrektur ist auch, diese Serie ist der Hammer. Die nehme ich dann wieder ab Herbst. Also das ist so meine Pflege ab Herbst. Da möchte ich wieder mehr mit Retinol arbeiten und ja. So, und dann habe ich noch ein Produkt und dann sind wir hier durch. Das ist meine Intimwaschlotion. Ja, man könnte jetzt sagen, man muss sie nicht zeigen. Ich zeige sie auch nur ganz kurz. Ich erzähle auch gar nicht viel. Am besten ist es, ihr pflegt euch da unten ohne irgendwelche Cremes und Seifen und so. Aber wenn ihr so wie, also ich brauche dieses Gefühl von Frische. Ich brauche das einfach, wenn ich duschen war, dann muss ich da, ich brauche das, so wie ich ein Duschgel benutze und nicht nur Wasser. Und da würde ich aber immer sagen, achtet darauf, dass es direkt für diesen Bereich konzipiert ist und geht da nicht mit Duschgel oder so ran, weil dieser pH-Wert, der ist so wichtig. Und wenn ihr euch den einmal ruiniert habt, dann habt ihr dann nur irgendwelche Geschichten, was nicht so schön ist. Und deshalb achtet darauf, redet auch mit eurer Frauenärztin darüber oder eurem Frauenarzt, lasst euch da mal beraten oder in der Apotheke. Es gibt ja auch dieses Omnibiotik, habe ich jetzt mitbekommen, in der Apotheke, auch für die für diese Problematiken in unserer Scheide. Da haben wir ja auch Bakterien und die kann man ganz gut bearbeiten oder gesund halten mit so diversen Produkten. Habe ich aber jetzt noch nicht ausprobiert. So, und ich höre jetzt auf zu quatschen. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Ihr könnt mich kostenfrei abonnieren, die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Bei Instagram könnt ihr mal vorbeischauen, da nehme ich euch auch immer mit durch meinen Alltag. Und ja, ich wünsche euch alles, alles Liebe und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.